Mut. Zukunftsvisionen. Weitsicht. Ich bin Melissa Metzner. Ich bin Thomas Schmidt. Ich bin Sarah Stixel. Und wir sind die KlimaschutzmanagerInnen der Stadt Duisburg. Ja, die Klimakrise ist natürlich eine unserer akutesten Problematiken unserer Zeit. Und man sagt ja auch oft, in den Städten wird eben der Kampf gegen den Klimawandel gewonnen oder verloren. Und da motiviert es natürlich besonders, in so einer großen Stadt auch wie Duisburg etwas bewegen zu können und Klimaschutzprojekte umzusetzen. In Duisburg haben wir ein Klimaschutzkonzept, das wurde 2017 vom Rat der Stadt beschlossen und da drin sind verschiedene Maßnahmen enthalten. Städte können einen großen Beitrag zur Energiewende leisten. Bei uns ist sehr viel bebaut, das heißt, ein klassischer Windpark ist gar nicht so möglich oder nicht so einfach umsetzbar. Aber dafür haben Städte zum Beispiel viele Dachflächen. Wir können diese Dachflächen nutzen für Photovoltaikanlagen. Je nach Region eignet sich Geothermie oder Tiefengeothermie. Das ist nicht in jeder Region möglich, aber bei uns ist es möglich und können da die Energie und die Wärme aus dem Boden ziehen. Wir können unsere Mobilität anpassen und erneuerbare Energien benutzen, zum Beispiel in Form von E-Bussen oder auch von Wasserstofffahrzeugen, die auf Basis von grünem Wasserstoff betankt werden. Hinter mir steht das erste wasserstoffbetriebene Entsorgungsfahrzeug deutschlandweit. Dieses Fahrzeug ist von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg 100% auf Wasserstoffbasisantrieb. Wir stoßen somit 0% CO2 aus. Wir haben mittlerweile schon mehrere wasserstoffbetriebene Entsorgungsfahrzeuge und jetzt auch im März des Jahres 2023 kommen noch weitere Fahrzeuge hinzu. Das ist ein wichtiger Schritt zur Energiewende in Deutschland. Wir haben eigentlich verschiedene Projekte initiiert, um die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, um sie zu beteiligen am Klimaschutzprozess in Duisburg. Und zum einen haben wir da die Klimaquartierstische. Da gehen wir sozusagen in die Stadtteile rein und arbeiten lokal mit den Bürgerinnen und Bürgern und setzen Maßnahmen lokal um. Und zum anderen haben wir die grünen Bänke. Die grünen Bänke sind eigentlich nicht nur Bänke zum Verweilen, sondern dort befinden sich QR-Codes. Und dort kann man eben über diese QR-Codes seine Ideen zum Klimaschutz in Duisburg einreichen. Und so werden diese Bänke zum Kommunikationsmedium zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Stadt. Was noch eine etwas emotionalere Sache ist, sind halt Pflanzpatenschaften, die umgesetzt werden, wo Unternehmen aus Duisburg sich zum Beispiel engagieren können, aber auch Bürgerinnen direkt sich engagieren können und Bäume pflanzen können in bestimmten Bereichen, die halt die Stadt wieder aufforstet. Wo halt einfach eine Forstwirtschaft betrieben wird, nachhaltig in Duisburg. Und in dem Bereich machen wir Pflanzpartnerschaften. Als Vision soll Duisburg eine treibhausgasneutral versorgte Stadt werden, mit einem attraktiven öffentlichen Verkehr, um eben den motorisierten Individualverkehr aufs Notwendige zu beschränken, damit insgesamt die Stadt wieder mehr für die Menschen ist.